Hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt Edna bricht aus. Ja, ich dachte mir so, yay, im Steam Sale habe ich das gesehen und es läuft auf meinem Laptop. Und da kann ich das Spiel auch gleich mal bringen. Ich habe es schon ein bisschen getestet, beziehungsweise schon eine halbe Stunde aufgenommen, aber mir hat die Aufnahme nicht so gefallen. Und wir starten jetzt einfach ein neues Spiel, nochmal von vorne. Und ich probiere, ob es jetzt so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ob ich damit dann zufrieden bin. Und da beginnt auch schon das Spiel endlich, nachdem wir ein bisschen warten mussten. Es läuft flüssiger als in der Aufnahme gerade. Ich musste die Festplatte ein bisschen aufräumen. Da war ein bisschen zu viel noch Zeug. Aber gut. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall einen kleinen Vorspann, könnte man ihn nennen. Mit ein paar Namen. Einem Schiff auf einem Meer. Ich weiß zwar nicht, was das mit einer Irrenanstalt zu tun hat, aber gut. Wir wollen mal nicht so sein. Ja, ich habe bisher, außer jetzt Edna bricht aus und Botanicula noch nichts von Data Lake auf meinem Kanal gebracht. Das ist jetzt also das zweite Point-and-Click-Adventure, müsste es jetzt sein, das ich hier bringe. Und, oh, da taucht schon Edna auf. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird. Es ist nicht blind. Ich habe Edna bricht aus bereits einmal durchgespielt vor einiger Zeit. Bei meinem Bruder, der hat es ja. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt einfach auch ein bisschen, das auf meinem Kanal bringen zu können und es aufnehmen zu können und euch mit euch Edna auf ihrer Reise begleiten zu können. Und da starrt sie auch schon die Wand an und wartet. Aber worauf? Ah, da kommt auch schon die Antwort. Los. Ach, nichts. Okay, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, was da los ist. Es stört schon ein bisschen. Aber gut, ich finde, es ist noch im Rahmen. Wir können da jetzt... Es ist noch aushaltbar, sagen wir mal so. Ja. Mal sehen, ob wir jetzt gleich mal was machen können, ja. Ich weiß, dass wir hier gerade Edna bricht ausspielen. Sehr gut. Jetzt können wir schon loslegen. Wir können uns gleich mal hier im Raum ein bisschen umsehen. Nicht schlecht, so einen Sofabezug an der Wand. Ja, wir sind in einem Raum mit Sofabezug an der Wand. Sind wir etwa in einem Sofa? Für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Oh, das ist schade, wenn du dich an nichts erinnern kannst. Aber schau mal, wir haben sogar einen Stuhl. Die Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Wow, einen ganzen Stuhl. Das ist... Oh, wir können auch das Stuhlbein ansehen. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Aha. Aus dem Möbeldiscount. Abschraubbare Stuhlbeine, können wir das denn benutzen? Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Tut mir leid, dass es sich ein bisschen komisch anhört, beziehungsweise immer wieder ein bisschen stört. Ich weiß nicht, was da los ist. Das war in der ersten Aufnahme nicht so. Gitter. Aber gut. Ich habe jetzt auch schon gesehen, Hallo? Dass ich Battle.net noch nicht ausgemacht habe. Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie Toll. Redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Ja, eben. Da habe ich ganz recht. Wie redet der bitte mit uns? Das geht mal gar nicht. Hallo. Hallo. Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Was will ich denn? Ja, ich will erst mal wissen, wo ich hier bin. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Oh, findest du dich witzig? Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Aber fürs Rumsitzen. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich weiß nicht, was da mit dem mit der Sprache los ist, aber gut. Es war in der ersten Aufnahme nicht so. Da müssen wir jetzt einfach durch. Ich hoffe, dass es besser wird. Ansonsten muss ich mal schauen, ob nicht eventuell noch ein Prozess im Hintergrund läuft, der nicht laufen sollte. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären.
Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Behandlung? Warum ist es eigentlich hier so heiß drin? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Boah, die Lache. Ist etwa der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Natürlich, und weitaus sicherer und überhaupt nicht. Nein, da kommen wir gar nicht auf Gedanken. Ja, mir ist aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Wie gekonnt du diese Tür bewachst? Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Oh, dafür, dass ich gleich ganz geschmeichelt. Auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Ja. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Entschuldigt nochmal die Fehler. Hier. Auf dem letzten Turnier? Opa, dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Ja, ganz bestimmt. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Nun. Ich spiele Golf. Minigolf. Oh, wow. Sehr beeindruckend. Nicht. Und den Schläger? Egal, Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Oh. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Ach, wie gnädig von ihnen. Der freut sich ja voll, dass er uns voll beeindrucken konnte. Ich habe das Gespräch jetzt etwas gekürzt. Wir könnten natürlich das lange Gespräch auch noch führen. Aber wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung... Ich weiß nicht, ob das euch wirklich interessiert. Wenn doch, schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich die längeren Dialoge. Wir haben jetzt hier das Stuhlbein angespitzt. Kaputt gemacht. Und was können wir jetzt damit eigentlich machen? Wir können es mal mit dem Tisch benutzen. Nein, es ist bereits kaputt. Und der Tisch hat mir nichts getan. Ach so, das er hat dir nichts... Das nicht mit Sicherheit. Ja. Und schon hat sie es gegen den Tisch gehauen. Ja, wenn ihr wollt, dass ich die Dialoge lange führe, dann könnt ihr es mir ja gerne in die Kommentare schreiben, aber ich dachte, es ist jetzt nicht so interessant, wenn ich da über 10 Minuten lang einen Dialog über Minigolf mache und ja, das ist, ja, nicht besonders förderlich. Von daher, wenn ich das lange machen soll, schreibt es mir ruhig hin. Wenn nicht, dann halt nicht, dann mache ich das nicht. Wir machen hier jetzt ein wunderschönes Kunstwerk an die Wand. Und schauen mal, was sich denn so unter der Polsterung alles verbirgt. Eventuell. Der Schlitz sieht anders aus. Hoppala. Und da rieselt auch was hinaus. Ich würde sagen, wir haben den Lüftungsschacht gefunden. Ein Luftzug durch diesen Spalt. Tja, ein Luftzug. Ich würde sagen, wir haben wirklich die Klimaanlage gefunden. Hallo, Klimaanlage. Oh, schon wieder ein Gitter. Ich hasse Gitter. Ja, ich kann es verstehen. Kann ich ganz gut nachvollziehen. Da ist der Ventilator. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter. Ach was. Und wir haben Schrauben. Warum kriege ich die nicht ab? Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Ach so, werden damals die Schrauben lösen können? Wie denn, Harvey? Schau dir die Schrauben mal an. Das ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Nicht? Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Welche denn? Zum Beispiel Barfuß-Polka tanzen? Barfuß-Polka-Tanzen? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Echt nicht? Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Ach so, okay. Nobody is perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern.
Achso, so funktioniert das. Exacto, Luchi. Exacto, Luchi. Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Also los, dann wollen wir uns gleich mal in die Vergangenheit tempomorphen, würde ich sagen. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, natürlich. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Scheißegal, egal was es ist. Tempomorph uns in die Vergangenheit. Und auf geht's. Wir werden schon in die Vergangenheit tempomorphen, ohne auch nur die Zelle verlassen zu müssen. Das nenne ich mal Superkraft hier. So, schauen wir mal, wo wir da landen in der Vergangenheit. Oh. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Oha, 10 Jahre. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert oder... Alfred. So, Entschuldigung, Marcel. Ich musste kurz eine Decke anziehen. Alfred Marcel? Doch, es ist doch etwas kalt. Doktor Marcel? Doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Was für ein Zufall. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Okay, damit sind wir schon an der Reihe. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Entschuldigung, dass ich so ein bisschen stottere beim Lesen. Es ist nur schwer zu erkennen, was da steht, weil das echt ein bisschen dumm gemacht ist. Aber wir können mal Edna fragen, was es mit diesem... Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? ...mit der Hake zu tun hat. Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Aha, wir können also wenn durchs Fenster anlässt, durch. Kann ich es ja ausprobieren. Wir können aber auch noch schauen... Ja, gut, wir können hier noch schauen, was hier eigentlich so im Regal Vielleicht ist. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Oh, die scheint ja wirklich sehr zu stinken, die Marmelade. Was haben wir denn hier noch? Ein Karton? Ist da vielleicht was Nützliches drin? Was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. lustig. Ach, Harvey. Schon ein kleiner Schelm, dieser Harvey. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Nee, garantiert nicht. Aber wir können mal kurz zu Edna wechseln. Und vielleicht den hier nehmen. Genau, und die Hake benutzen mit dem Fenster. Jo. Und dann können wir wieder zurück. Edna, raus. Du mir kurz hoch? Bitte. Ja, ich denke, das kriege ich hin. Das kriegst du sogar hin? Wow. Also, und das sind wir schon. Oh, die Regentonne. Keine Ahnung, was die zu tun hat, aber da ist eine Hintertür. Da ist der Keller. Nachbarn. Wir gehen mal hinters Haus. Ich sehe hier nichts, was uns weiterhelfen könnte. Oh. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Oh mein Gott. Aber rechts? Hey, das ist doch Alfred Marcel. Was macht denn der da? Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Das verstehe ich auch nicht. Ja gut, wir können mal Edna drauf ansprechen. Wir haben hier eine Zeitung, die können wir uns anschauen. Was ist denn da los? Neue Reime? Ja. Was steht denn da? Man kann jetzt hier die Insel beengen auf
Itte reimen, Ussel auf Egel und Isel auf Oggen. Oh mein Gott. Okay, interessant. Linkshänder mit Rechtshänderschere erstochen. Da können wir leider nichts, aber da. Der Kastaniendieb wieder entkommen. Oh mein Gott. Könnte ja ganz interessant sein. Das könnte zumindest Edna alles interessieren, was da in der Zeitung so steht. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir hier... Außer vielleicht die Hintertüre noch, aber... Ja, sonst sehe ich da nicht wirklich viel Interessantes hier draußen im Garten. Und ich will die Dialoge auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich alles ganz genau erkunde und da genauer drauf eingehe, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wir fragen jetzt Edna erstmal zu Mattis. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Das tut mir leid für dich, Edna. Aber wir machen mal weiter. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ganz vergessen. Ja, aber Edna, das sind ganz viele tolle Artikel in der Zeitung. Zum Beispiel hier, Edna, das mit den Reihen. Edna, du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Liesel und ihre Doggen. Klingt nach einem sehr interessanten ich Gedicht. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Ja, das ist wirklich seltsam, aber... Da ist noch ein Artikel. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Ja, schon wieder. Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Echt? Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Das könnte funktionieren. Aber das Geräusch muss echt nicht sein. Ja, wir können jetzt zu Edna wechseln und dann hoch zur Türe mal. Und dann schauen, ob wir mit diesem abgebissenen Fußnagel da weiterkommen. Ist schon eklig an sich, aber gut. Ja, es funktioniert. Kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Sehr gut. Die Tür wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Super, das ist klasse. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Oh, aber geht leider nicht, liebe Edna, geht leider nicht. Das war das Limit. Du hast es erlernt, was du lernen solltest. Ja, gut. Kann man jetzt nichts machen. Aber wir haben immerhin gelernt, wie wir da entkommen. Und können uns jetzt weiter umschauen. Nein! Doch. Fluch. Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Das ist schade. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Ja, immerhin etwas, ne? Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt können wir uns aber gleich mal... da ist jetzt die Superfähigkeit. Oh, das Geräusch, ey. Ich finde es so eklig. Aber gut, wir können hier jetzt mal den Fußnagel versuchen... Also, wir können jetzt hier versuchen, dass wir das Gitter ganz wegbekommen. Mal sehen, ob es funktioniert. Bisher schaut es zumindest ganz gut aus. Auch wenn ich nicht weiß, wie das funktionieren soll, aber gut. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, das wirklich auszuprobieren. So, jetzt muss nur noch das Ding irgendwie aufgehalten werden. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Oh, okay. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Garantiert. Wir werden voll berühmt. Können wir die Halterung nicht irgendwie lösen? Schaut nicht so aus. Sieh mal, Harvey.
Ja, das ich haben wir schon. Den weltersten Stuhlbeinanspitzer das erfunden. Ist ja, cool. Achso, Moment. Aus den Scheffeln wir Millionen. Vielleicht bringen wir ihn ja dazu, dass er die Klimaanlage ausmacht. Warte mal, da können wir gleich mal schauen. Hey, du da! Hallo, du da vor der Tür. Hey, hallo. Na, Süße, was gibt's diesmal? Es ist so kalt. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Oh, bist du und gemein. Und dich mit etwas Glück müde machen. Nö, garantiert nicht. Wenn ich friere, dann erfriere ich noch. Oh. Ich würde gerne noch mehr über Minigolf wissen. Über Minigolf wissen. Da können wir ihn vielleicht... Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Das klingt ja toll. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Natürlich! Woher hast du ihn denn? Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Oh, toll! Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium 7er Eisen. Oh. Ach Gott. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Oh, das ist aber eine große Ehre. Papas Liebling, hä? Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Garantiert. Und deswegen könntest du dir auch den Schläger über den Kopf schlagen. Vielleicht warum machst du uns dann die du nicht Klimaanlage aus. Und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Haha, das war doch das, was wir wollten. Dankeschön. Ah, Menschen sind so leicht zu manipulieren. Mal sehen, ob wir jetzt hier das Ding... Hallo? Ich würde gerne das Inventar benutzen. Aber irgendwie will das nicht. Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Ja, können wir ihn dann irgendwie entfernen? Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Achso, kann man das? Mal mit, Harvey. Und? Ja. Und? Oh, es hat sogar funktioniert. Sehr gut. Dann können wir jetzt hindurch. Sehr schön. Ab in die Freiheit. Und da sind wir schon im Lüftungsschacht. Die Unterhose ist der Hammer. Edna ist ein zäher Brocken, Holger. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Oha. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Ja, und jetzt? Redet er nicht mehr? Ich dachte, wir wollen ihn belauschen. Ach, da ist er ja schon. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Oha, Widerstand nennt man. Ach so. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Aber verurteilter Vater, Mörder? Vater, ein Mörder? Ja. Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Auf jeden Fall, das müsst man. Aber ich würde sagen, dazu schauen wir uns jetzt erstmal genauer um. Oh nein, ein weiteres Gitter. Können wir uns das nicht ansehen? Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Und da kommen wir auch nicht durch oder so. War ja klar. Ja, da kommen wir leider nicht durch. Schade.
Müssen wir mal schauen. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie weiter. Können wir da nicht reinsehen? Das Büro ist leer. Immerhin. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Dann könnten wir da ja gleich mal versuchen, hineinzukommen. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Für den ersten Part hat es jetzt erstmal gereicht. Und wir können im nächsten Part schauen, was uns im Büro von Dr. Marcel erwartet. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss!